einfach nicht quatschen, dann ist das Video kein Videomaterial so richtig. Sagt er, hat das Haus jetzt seit 25 Jahren? Mhm. Seit 26 Jahren arbeitet er dran. Alter, Leute, ich klaue euer Quad, wenn ich darauf Bock habe, innerhalb von 2 Minuten. Aua! Du kannst, wenn du Bastler bist, kannst du so viel machen. Aber, servus Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video von ATV Nation Germany. Heute haben wir die Maschine wieder vom Wolfi hier am Start. Da drüben steht er. Lasst euch grüßen. Und wir zwei versuchen heute einen kleinen Selbsttest mit der FoliaTech Sprühfolie. Und zwar versuchen wir hier die alte hässliche Verkleidung mit wenig Geld wieder ansehlich und vor allem schnieke zu machen. Ob uns das Ganze gelingt und wie wir das Ganze jetzt gestalten, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Ja. Was müssen wir als erstes tun? Als erstes bauen wir die komplette Maschine auseinander. Ich werde euch hin und wieder ein bisschen mit reinholen. Das Maschine zerlegen an sich ist, denke ich, für euch als treue Follower nicht mehr ganz so interessant. Und dann hätte ich gesagt, Wolfi, du machst hinten. Einer hinten, einer vorne, ich mach hinten. Du und ich mach vorne. Und dann hätte ich gesagt, schicken wir euch in einen kleinen Zeitraffer und zerlegen die Maschine. So, was habe ich mir da Feines hergeholt? Das ist so ein kleiner Cliplöser. Den verlinke ich euch auch natürlich bei Amazon unten in der Videobeschreibung. Ja, wenn ihr über den Link euch ein bisschen was von mir kauft, dann kriege ich noch eine kleine Provision und ihr könnt mich ganz kostenlos in meinem Vorhaben unterstützen. Das ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich habe mir ja ein ganzes Set bestellt. So. Da sind auch solche dabei. Das Set hat, glaube ich, irgendwo knapp 20 Euro gekostet. Easy peasy. Dann zeigen wir euch mal das mal in der HD-Aufnahme. Ganz nah dran. Dann geht hier seitlich rein. Holt sich den Clip her, biegt ihn nach vorne. Zack. Und zack, Clip draußen. Viel besser, als wie jedes Mal mit einem blöden Seitenschneider da halber die Clips kaputt zu machen. Ja, heute sind wir ein bisschen schneller beisammen, weil auch unser Kameramann, der wo sich immer bereit erklärt, seine Freizeit für die Kamera zu halten, opfert. So, Koffer haben wir runter, machen wir die Platte runter, dann kommt der Gepäckträger weg. Wie war bei dir heute so die Arbeit, Wolfi? Und du, wie immer, stressig. Stressig? Ja. Ja, das so viel zeigt, dass er seinen Weinkeller zeigt, dann sind wir hoch, dann haben wir das Finanzielle gemacht. Ja. Dann hat er gesagt, willst du ein Bier? Trinkst du ein Bier? Ich würde dich gerne einladen. Nie, gell? Dann hat er gesagt, du, ich bin leider mit dem Auto unterwegs, dann trinke ich überhaupt nichts. Und dann hat er gesagt, schade, weil sonst hätte ich dir jetzt gerne meinen Bierkeller und meinen Braukeller gezeigt. Ja. Wo ist denn der da hinten noch angeschaut? Die habe ich da oben locker. Ja. Unten die zwei habe ich locker. Das muss eigentlich schon gewesen sein. So, du hast die Schlocker. Ich meine, du musst die Kabelbinder noch von den Dinger aufmachen. Ne? Ja, das musst du noch wegmachen und dann da hinten den Stecker ausstecken. Und dann müsstest du das eigentlich abkriegen. Ja, okay. Übrigens, eine kleine Werbung mit am Rande. In den nächsten Tagen wird, oder wenn das Video veröffentlicht wird, ist schon die neue Webseite von der Firma Worldfair ATV online. Schaut gerne mal rein. Unten auch in der Videobeschreibung mit verlinkt. Das ist euer Partner und auch vor allem mein Partner für enorm hochwertiges, qualitatives Zubehör. Und das Geilste ist bei Martin, er sucht immer nach dem richtigen Equipment für die Leute. Also wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt ihnen eine E-Mail, ganz nach dem Motto, Martin macht's möglich. Da seht ihr jetzt, das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gewusst, weil die Seitenverkleidung habe ich noch nie weggebaut.
muss man einen Gleichrichter rausbauen und dann kriegst du die Verkleidung hier auch gelöst. Bei dir klappt es da hinten, Wolfi? Ja. Also Gleichrichter hätte man, ja, ja doch, hätte man runterschrauben müssen. Also mal keinen Stuss gelabert. Aber mal der schlaue Hersteller, denn Stecker vom Zündschloss kommst du jetzt so leicht von außen nicht hin. Da gibt es ganz andere Hersteller, wo du einfach da unten reingehst und an das Kabel vom Zündschloss ordentlich hinkommst. So schaut das übrigens von hinten aus. Im Endeffekt ein zweiphasiges Zündschloss. Ich will hier keine Anleitung geben zum polnische Sachen machen. Aber deswegen muss ich immer lachen. Alarmanlage neibauen ins Quad. Das neibauen. Ja, Alter, Leute, ich klaue euer Quad, wenn ich darauf Bock habe, innerhalb von 2 Minuten. Falls ihr übrigens sehen wollt, wie man eine Sitzheizung einbaut, ich habe es in 2 Videos drinnen. Nee, Griffheizung habe ich auch damals in meine Aces eingebaut. Und bei dem Video, wo ich mit dem Alex zusammen die CF Moto Seaforce 1000 aufgebaut habe, haben wir zusammen eine Sitzbank eingebaut. Und für die Korinthenscheißer, die wo meine Videos angucken, ja, ich weiß, ich habe Sitzbank gesagt, ich wurde gerade von allen hier debuht. Sitzheizung haben wir natürlich gemeint. Und wenn ihr Rückenschmerzen habt oder so, Sitzheizung. Uno secundo. Ja, wir sind auch schon wieder Deppen. Wir haben eine Hebebühne. Ja. Und benutzen sie wieder komplett gar nicht. Jetzt muss man natürlich die ganzen Teile ordentlich putzen. Und ich habe nur einen kleinen Tipp bekommen von jemandem, wo ich jetzt mal nicht nenne, weil ich ja noch nicht weiß, ob der Tipp gut war oder schlecht war. Und zwar, falls man das jetzt hier sehen kann, das ist, ja, das Plastik hier löst sich schon auf. Und weil ich nicht möchte, dass dann hier oben die Struktur, nachdem wir es ja mit der Sprühfolie foliert haben, dann komisch ausschaut oder das dann abbröckelt an den Stellen, gehe ich jetzt nochmal mit dem Heißluftföhn drüber und tue das ganze Kunststoff ja nochmal ein bisschen versiegeln. Durch das Heißmachen mit dem Heißluftföhn gehen nämlich die ganzen Weichmacher aus dem Kunststoff raus und meistens kann man damit auch ausgeblichenes Kunststoff echt geil wieder herbügeln. Kann man aber nicht so oft machen, denn die Weichmacher gehen aus dem Plastik verloren und irgendwann wird es halt dann brüchig und hart. Und dass ihr das Ganze jetzt mal sehen könnt, dann machen wir das jetzt mal. Man muss da natürlich sehr aufpassen, dass man nicht permanent auf einer Stelle ist, sonst kann es nämlich auch den Plastik zum Schmelzen bringen. Ja, ich hoffe, man sieht den Unterschied. Wenn wir das Ganze mal hier ein bisschen herhalten, müsste man eigentlich den Unterschied von Tag und Nacht sehen. Hier drüben haben wir Nacht, da haben wir das Ganze ein bisschen heißer gemacht und hier drüben haben wir es noch nicht behandelt. Das werde ich und der Wolfi jetzt bei allen Verkleidungsteilen einmal machen. Jetzt seht ihr, jetzt kühlt das Ganze langsam ab und die Farbe ist wieder richtig kräftig und hier oben ist es auch nahezu wieder schön glatt. Das machen wir jetzt, wie gesagt, an allen Verkleidungsteilen. Der Wolfi macht drüben gerade schon sauber, die natürlich auch ordentlich putzen. Deswegen haben wir uns jetzt dafür einfach mal Bremsenreiniger hergeholt, dass wir alle fette Silikone und alles von den Verkleidungen runterkriegen und dass wir danach auch ordentlich sprühen können. Ihr hättet gesagt, wir schalten euch wieder ein, wenn wir die ganzen Verkleidungsteile soweit gesäubert und geföhnt haben. Und dann sehen wir uns wieder. Leid. Nach einer gefühlten Ewigkeit, und wenn ich sage Ewigkeit, dann meine ich Ewigkeit, haben wir jetzt gute 3 Stunden damit verbracht, die Teile zu putzen. Einmal mit dem Heißluftföhn quasi zu versiegeln, dass das eine halbwegs glatte Oberfläche wird. Und jetzt lackieren wir endlich. Da haben wir jetzt ein bisschen die Teile schon ausgebreitet. Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen rumschauen, in der ganzen Werkstatt hängen jetzt an den verschiedenen Hebebühnen die ganzen Verkleidungsteile. Und ihr hättet jetzt gesagt, let's go. Angefangen haben wir schon 2 Teilchen. Die können dann mal anfangen zu trocknen. Und den Rest haben wir jetzt hier liegen und legen jetzt mal los. Wichtig ist, wenn man sowas sprüht, dass man nicht an den Ecken aufhört und nochmal drüber geht.
so quasi. Weil sonst hast du richtig hässliche Nasen. Deswegen immer auslaufen. Insgesamt kommen auf die ganzen Verkleidungsteile nicht nur eine Schicht, sondern der Hersteller sagt, 7 Schichten sollte man draufballern, damit man die Farbe oder die Folie dann wieder runterkriegt. Was auch ganz wichtig ist, aus eigener Erfahrung, immer wieder ordentlich schütteln. Durch das, dass es, ja, ihr seht es selber beim Sprühen, das ist ja schon was sehr Fettes, das sehr schnell die Düse verklebt und allgemein sehr schnell den ganzen Düsenkanal verklebt. Deswegen immer wieder ordentlich schütteln. Und liebe Leute, was ich noch an der Stelle anmerken möchte, das hier ist keine Anleitung, wie man es macht. Es ist ein Selbstversuch. Wir schauen hier, dass wir irgendwie die alte Verkleidung retten können. Es ist keine Anleitung. Ich möchte danach nicht hören, oh, du hast aber in deinem Video das so gemacht und deswegen habe ich das auch gemacht. Pustekuchen, schaut euch das Video komplett bis zum Schluss an. Dann hört ihr solche Hinweise jetzt nochmal. Das ist ein Selbstversuch. Keine Anleitung, so repariert man eine Verkleidung. Gemerkt? Wenn ja, dann schreibt einfach mal in die Kommentare, dass ihr schlau seid. Einfach schlau in die Kommentare reinschreiben, dann weiß ich, wer sich die Videos halbwegs vernünftig anschaut. Und auch für die Leute, die denken, das Ganze ist immer so easy peasy in einer halben Stunde gemacht, weil das Video bloß eine Dreiviertelstunde dauert. Also sind wir jetzt schon 5 Stunden wieder dabei. Und da ist dann die Gefahr, am größten eklige Nasen halt zu machen. Die decken wir mit Aufkleber zu. So wie daheim beim Streichen. Da steht ja der Schrank. Immer positiv denken. Mach mir jetzt den Kreuz, dann steht mir Kaffee nochmal rein. Ja, dann haben wir den ersten Durchgang schon fast geschafft. Gut, das Ganze machen wir jetzt noch 3-4 Mal. Und wenn wir das haben, dann holen wir euch wieder dazu. Bis dann. So Leute, also wir haben jetzt alles mal ein paar Mal ansprüht, auch die Sachen, was ist da hängen. Ein Riesenproblem, wir haben 2 Dosen dabei gehabt oder 3 Dosen von 4 Dosen, da wo erstmal gar nichts rauskam. Dann mit Klopfen, Schütteln und alles hat dann was raus, ja, oder ist dann was rauskommen. Aber das Sprühbild war absolut scheiße. Jetzt haben wir dennoch uns dazu entschieden, ja, jetzt komm, probieren wir es mal nochmal, machen nochmal alles drüber. Ja, ich glaube, das war ein Riesenfehler. Wir haben jetzt 10, viele Nasen sind mit drinnen, weil das dann so Batzen auf einmal rauskauen hat. Ich gehe stark davon aus, dass es einfach scheiß uralte Dosen waren. Und ja. Erstmal müssen wir jetzt neue Dosen bestellen und Punkt Nummer 2, ja, überall wo eine Nase ist, wird wieder ordentlich abschliffen. So ist es bei einem Selbstversuch. Wir hören jetzt für heute auf, wir haben jetzt 5 vor 12 Uhr, also 5 vor 0 und jetzt müssen wir beide nach Hause, weil daheim wartet auch noch auf Frau und sonst gibt es einen Arsch voll, ihr wisst Bescheid. Und übrigens an all die Ego-Leute da draußen, die sich liebend gern an meinen Videos bereichern, lasst doch einfach ein kostenloses Abo da, damit könnt ihr mich unterstützen und es kostet euch keinen Cent. Da unten abonnieren drücken. Danke, danke, danke.